Prachtvoll und prunkvoll könnte Buda noch werden. Unsere Hauptstadt, so schön gelegen, hier an diesen Flüssen, allerdings keine Luxusgüter rundum zu sehen, strategische Ressourcen noch nicht erforscht. Angeblich wurde uns per Tooltip gezeigt, sei noch keine in der Nähe. Trotzdem lässt es sich ganz gut an. Wäre da nicht die Furcht, dass auf Gottheit jeder falsche Schritt, jeder erste große Fehler auch der letzte sein kann, bei einem Let's Play mit Civ 6. Willkommen mit den Ungarn spielen wir. Falls ihr die allererste Folge verpasst haben solltet von unserer kleinen Videoreihe, unbedingt nachholen. Oben rechts der Link, genau, der führt auf das allererste Video. Da erzähle ich euch zum Beispiel etwas über die Geschichte dieses Volkes und seines Herrschers, Matthias Corvinus, den Rabenkönig, was die Entwickler daraus folgend an Spielmechaniken mit den Ungarn verknüpft haben, wo wir Boni haben, Stichwort Stadtstaaten, Stichwort Bezirke setzen an Flüssen, und wie wir die klugerweise wohl spielen werden. Und das versuchen wir jetzt auch. Willkommen beim Let's Play. Wie gehabt, viele dieser Videos, zumindest zu Beginn, sind Premieren auf YouTube. Das heißt, beim ersten Ablaufen, beim ersten Durchlaufen des Videos kann man in Echtzeit kommentieren in einem separaten Chatfenster. Rechts oben, oberhalb des Videos, da werden alle Kommentare auch für die Nachwelt gespeichert. Danach ist das ein ganz normales Video. Und anfangs werden auch viele Videos, wird es auch öfters passieren, dass an Tagen mal nicht nur eines, sondern zwei Videos beispielsweise rauskommen. Die Leute auf Patreon, die doch den Sendeplan, den Programmplan auf meiner Crowdfunding-Seite kennen, die wissen immer, wann welches Video kommt. Infos zu Patreon finden sich am Ende des Videos, aber auch im Begleittext dieses Videos auf YouTube. So, hier wollen wir bald schon einen zweiten Siedler uns holen in Buda. Ich klicke aber erstmal auf eine Runde weiter. Mal schauen, wie wir hier vorankommen mit dem Krieger. Ich habe ja bewusst auf einen weiteren, auf einen Speer verzichtet und stattdessen hinter den Siedler einen zweiten Krieger in die Bauschlange reingestellt, weil die ja so viel Vegetation und Flüsse uns ausbremsen auf der Karte. Wir spielen auf dem Zufallskartenskript Seen. Wollen wir mal ein Stückchen in welche Richtung laufen? Am besten ist es, wir haben ja bald den Siedler, wenn wir die Gegend hier drumherum aufdecken. Das wäre ganz gut und schauen, wo die Flüsse hinfließen. Der Fluss hier, kann man erkennen, welche Richtung das Meer sein könnte. Der fließt hier in die Richtung. Oh, wir haben gar kein Meer, wir haben das Zufallskartenskript Seen, aber es könnte dann ja oben vielleicht im Binnenmeer zum Beispiel sein. Man weiß es nicht genau, aber dann wird der Fluss von hier beginnen. Und der Fluss hier, kann man das auch erkennen, welche Richtung der fließt? Oh, das kann ich gar nicht genau sehen. Könnt ihr das sehen? Der fließt auch Richtung Norden. Das heißt, es könnte sein, es könnte sein, es könnte. Ich habe mit dem Zufallskartenskript noch nie eine Partie gespielt, dass hier oben etwas ist, was für uns interessant sein könnte. Und hier unten sind wir auch sehr langsam unterwegs. Vielleicht bleiben wir ein Stückchen weiter oben, oder? Das hier ist Wald von den Klimazonen her. Das hier ist Dschungel, das ist Wüste. Irgendwo in der Mitte der Karte sind wir. Und das hier ist Wüste. Was ist das da? Links Ebene ist das, ne? Ich laufe mal hier oben lang. Da haben wir eine Luxusressource Silber aufgedeckt. Und das könnte auch ein interessanter Platz sein. Eine Runde weiter erstmal. Wir schauen uns auch mal die Siedlerübersicht an. Pardon, das ist diese hier. Ob uns schon angezeigt wird, ist irgendwo jemand anders gesiedelt hat, das scheint aber noch nicht der Fall zu sein. Viele Überschwemmungsgebiete hier. Also rechts kann man natürlich rüber und dann weit gucken, da ist aber Wüste, das ist zum Siedeln nicht so interessant. Wir könnten hier schon mal auf die andere Seite gehen und dann oben weiter rumlaufen. Eine Runde weiter. Ich bewege mich mal links vom Fluss entlang. Nochmal Silber hier oben, Berge, und hier oben wird schon kalt. Also wenn das hier wirklich, da ist auch der Kartenrand, da ist der Kartenrand zu sehen. Das heißt, wenn das die Mitte der Karte ist und hier unten fängt der Dschungel an, dann sind wir etwa im oberen Drittel hier gelandet, der Karte. Das heißt aber, da oben wird es nicht so spannend, wir sollten möglichst schnell hier wieder zurücklaufen. Bewegen wir uns... Ach, schwer zu sagen, ich gehe mal hier hin. Ja, dann hier hin zurück gleich. Eine Runde weiter. Das haben wir alle schon aufgedeckt, deshalb ziehe ich mal hier hin. Ah, das ist natürlich toll für Bezirke.
die vielen Berge. Ja, wir kommen mal im Schneckentempo voran. Wir können allerdings schon mal überlegen, ob wir vielleicht hier oben nachher eine Stadt gründen. Ich mache uns mal das Gitternetz nochmal an. Das wäre hier vielleicht mit den Luxusressourcen ein durchaus passabler Siedlungsstandort hier oben. Das hier könnte eine ganz interessante Stadt sein. Ihr wisst ja, wir sollten so siedeln, dass du um uns herum möglichst viele Bezirke auf der anderen Seite des Flusses gründbar wären. Das könnte auch ein toller Ort sein. Einer der beiden hier könnte ein super Ort sein. Von hier aus hätten wir, ja, das ist alles Wüste, aber hier hätten wir Silber. Das Silber ist weit weg. Ich setze mal ein paar Pins hier hin. Also das könnte ein Siedlungsstandort sein, potenziell. Das könnte allerdings auch einer sein hier. Also hier hätten wir 1, 2, 3, 4 Felder auf der anderen Seite. Zwei wären allerdings Weizenfelder, die hätten wir verschenkt. Wenn wir hier siedeln, hätten wir auch zwei Weizenfelder verschenkt. Wir decken erstmal weiter auf. Bevor ich hier Pins setze, erstmal eine Runde weiter. Oh, die Russen! Здравствуйте, я царь Петр. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство, подобно мне? Zar Peter, ein kultiviertes Oberhaupt wie ihr, lobt und preist er uns, umschmeichelt und umscheißert uns. Genießt sicher die edleren Dinge des Lebens. Interessiert ihr euch auch für die Kunst? Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, definitiv. Zu Beginn erstmal freundlich sein. Er will uns seine Hauptstadt zeigen, wir zeigen ihm unsere. Das machen wir. Seine ist wo? Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. So, die strategische Ressource Pferde ist ab jetzt sichtbar. Da ist auch schon eine hier unten. Ein Heuriker für die Schrift, weil wir jemanden kennengelernt haben. Hier sind Pferde. Oh, wie schön. Hier sind auch Pferde. Das ist ja gut. Das ist fein. Das gefällt mir. Die Berge sind, wie gesagt, cool für Bezirke. Und wenn der Russe von hier rechts kommt, genau, das ist eine Hauptstadt, St. Petersburg. Und liegt natürlich an Flüssen gelegen. Und ich wette, der hat schon mindestens zwei Städte, wenn nicht gar drei. Das ist ja der Stadtvorteil, dass sie die ersten drei Städte auf Gottheit, die KIs, so schnell gründen können. Nächster Schritt. Bogenschützen, damit wir uns wappnen können. Wenn wir die ersten Bezirke bauen, heilige Städte, wir hauen erstmal ein paar Siedler raus, glaube ich. Auch wenn wir sehr schnell Bezirke gründen können. Der nächste in 10 Runden. 2 und 1. Ja. Unten, ich schaue ja immer. Wir schauen erstmal, ob wir ihm per Geld... Wir schicken ihm 25 Gold rüber, ihn ein bisschen für den Beginn freundlich stimmen können. Da stimmt er auch zu. Ach, das ist knifflig. Wir laufen erstmal weiter rum. Und begeben uns natürlich auf die andere Seite. Weil er kommt von hier, da wird er sowieso alles siedeln. Hier warten wir eine Runde ab. Die nächste Forschung. Eieiei. Also Schrift ginge fix, da hätten wir das ja schon mal fest. Wir brauchen aber eh die Keramik als zentrale Geschichte in der Mitte. Wohnraum brauchen wir so schnell wahrscheinlich nicht, weil an Flüssen gelegen und viele Siedler bauend. Trotzdem, ich habe auf den Kornspeicher geguckt, wir machen das mal in der Mitte. Das kann nie schaden. Neue Ziff gestroffen, Zivilisation begegnet, Technik, Bohne, Schrift, eine Runde weiter und er zieht Richtung Norden mit dem Speer, das ist gut. Oben ist es nicht so spannend, da waren wir schon. Da ist es bitterkalt. Wir wollen in die Gegenrichtung laufen, eine Runde weiter. Jetzt kommt der dritte Bürger in Buda, zack, da ist er. Mal schauen, welches Geländefeld jetzt genutzt wird. In 11 Runden der nächste Bürger, in 8 ein Siedler. Dann machen wir das sogar so, dass wir den Krieger erstmal ein bisschen anbauen. Und dann später wechseln. Das nicht machen, weil damit wir den vierten Bürger erstmal haben. Das wäre die Alternative. 8, 11, nee, das ist so schon, finde ich, ganz gut. Machen wir 3 Runden lang. Eine Runde weiter.
gleich können wir auch die erste kulturelle, die erste richtige Regierung einsetzen. Rennen wir oben lang oder unten? Wir bleiben mal oben. Ich wechsle mal die Seite. Eieieiei. Da in die Richtung rennen wir schon mal nicht weiter. Ich will mit denen ja, erkunden, nicht nichts ausheben. Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Politik ändern, Kampfstärke gegen Barbaren, auf jeden Fall. Das ist eine Bonuskarte für Späher, für Scouts, davon haben wir keinen einen. Gehen wir auf Produktion oder auf Glauben? Ich gehe auf Glauben und hoffe, dass wir schnell noch eine Religion gründen können, bevor die Konkurrenz uns alles vor der Nase wegschnappt. Ein Glauben generieren wir jetzt in jede Runde. Und dann schauen wir mal hier rein, was wir als nächstes erforschen. Also, wir haben... Da wollen wir auf jeden Fall politische Philosophie. Da gibt es die erste coole Regierung. Beim frühen Reich ist die Karte toll. Mehr 50% Bonus für Siedler. Beim Staatsdienertum wiederum, auf dem Weg dorthin, ist diese Karte toll. Mehr Krieger. So, das ist mal riskierend, dass wir auf die Siedler gehen. Hier rüber. Ich hoffe, wir entdecken bald einen zweiten Kontinent. Haben wir denn eine... Mal schauen, was die Kontinentkarte uns anzeigt. Noch sehen wir keinen weiteren. Wenn wir hier rumeilen, vielleicht haben wir Glück und sehen demnächst einen. Das ist die Frage, wenn wir hier vorlaufen, ist dann hier unter Umständen nochmal ein Berg. Es sieht nicht danach aus. Da könnten wir eins vorziehen und dann unten weiter rennen. Das mache ich mal. Ja, da ist der neue Kontinent. Klasse. Das war der Boost für den Außenhandel. 40% der Kosten haben wir dort geschenkt bekommen. Das war schön. Ein bisschen Glück muss man ja auch mal haben. Ozeanien, haha. Das ist auf einer Binnenseekarte. Auf einer Binnenkarte, wo es gar keiner... Also wir könnten ja angreifen, aber... Okay, das ist, natürlich ärgern wir uns irgendwann, wenn da viele Barbaren sind, die auf uns zuziehen. Aber ich will erstmal viel aufdecken. Klar, wir könnten sagen, ein paar Mal greifen wir den anderen, sind die futsch. Dann haben wir auch was davon. Dann bekommen wir übrigens auch einen Boost, nämlich einen barbaren Außenposten in hier oben. Kann man auch machen. Und dann mit dem Krieger, dann ihn mit dem nächsten Siedler begleiten. Das könnten wir auch. Also wenn wir das hier, wenn wir das so rum machen, ist der Siedler in 8 Runden fertig. Wir könnten mit dem Krieger das da oben erstmal fertig durchziehen hier. Auch Zeitalterpunkte und wenn wir wirklich oben siedeln wollen, was ja durchaus klug ist, denen entgegenzusiedeln, den Russen. Dann werden wir wahrscheinlich hier oben siedeln. Dann freuen wir uns vielleicht, dass hier kein Barbar direkt um die Ecke haust. Komm, wir machen das. Das ist natürlich über den Fluss angreifen doof. Da verlieren wir plus 5 Stadtverteidigung. Das heißt, wir ziehen wieder rüber auf die andere Seite. Andererseits, hier sind wir auf einem Hügel und das ist flach. Trotzdem, so machen wir das. Pech haben, hat er natürlich gleich, entsteht da gleich ein Bogenschütze oder irgendwas Fieses. Das wäre echt bitter. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn da. Und nochmal. Jede Menge Erfahrungspunkte. Nächste Forschung, wir gehen auf Siedler. Wir können natürlich jetzt auch auf Nummer sicher gehen und die Bogenschützen. Schon mal beginnen zu erforschen. Bergbau, wenn, brauchen wir auch auf jeden Fall. Da ist auch kein Boost für möglich. Brauchen wir hier Bergbau. Kupfer, Bogenschütz, ja klar, Bergbau brauchen wir immer und überall. Campus, damit wir mit der Forschung überhaupt vorankommen. Wir gehen erstmal auf Siedler. Andererseits die Siedlerkarte, die wir bekommen, die kriegen wir wann? In 10... Lass die Bevölkerung auf 6 wachsen.
Boah, da sind wir weit von entfernt hier. Wir haben auch keine Kultur. Ich glaube, der nächste Schritt ist erstmal ein Monument, ne? Ein Monument zu bauen. Danach dann, damit wir überhaupt Kultur bekommen, damit wir überhaupt hier mit halbwegs auf die Siedlerkarte überhaupt gehen können. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich fange mal hiermit an. Da haben wir auch schon einen Bonus. Treffen einer anderen Zivilisation. Wir gehen mal auf den Campus. So, und hier könnten wir... Ja, das mache ich auch jetzt. Wir sind zwar nicht so kampfstark jetzt, eher aber auch nicht. Wir sind verwundet, die auch, aber da können ja ründlich Einheiten spawnen. Und wie viele Erfahrungspunkte haben wir? Wir haben 5 fehlen uns noch. Die sollten wir jetzt bekommen. Danach können wir uns ein Upgrade holen für die Einheit auf die nächste Kampfstufe. Und dabei heilt er auch aus. Klasse. Inspiration für die Militärtradition. Habt ihr eben schon mitbekommen. Gibt 40% an Forschungskosten, werden uns geschenkt für die kulturwissenschaftliche Forschung. Und in 8 Runden kommt der Siedler. Das heißt, wir könnten mit ihm ein bisschen nach unten hin erkunden und dann wieder zurückrennen. Oder schon mal oben rechts hinlaufen. Das ist jetzt die Siedlerkarte. Also das sieht verdächtig aus, als wäre hier sehr viel Wüste. Ich glaube, wir siedeln hier oben. Oder wir entdecken irgendwas extrem Cooles hier vorne, wo auch immer. Dann ziehe ich mit ihm mal erstmal hier runter. Ich bleib mal in Flussnähe. Hoppla. Ajajaj. Spotkanie przez Boga błogosławione. Pewnam tego. Jam Jadwiga. Król Polski. Jadwiga, Hedwig, die Königin von Großpolen. Das ist ein wahrlich königliches Treffen. Eine sehr fromme Frau. Und ja, die ist in der Nähe von, und das ist immer aus unserer Perspektive hier, das habe ich immer lange Zeit immer verkehrt rumgelesen. Also das ist nicht die Frage, die sie uns stellt, sondern das, was wir denen sagen. Und wir könnten jetzt zu unserer Stadt einladen, da hätten die aber immer einen Kampf und einen Kampfbonus, einen kleinen uns gegenüber. Deshalb wickeln wir das Gespräch erstmal ab. Die haben sich unserer Stadt zu dicht genähert, stehen direkt vor unserer. Also wenn die von hier unten kommen, damit bedeutet das ja, dass irgendwo hier deren Reich ist. Das heißt, wir müssen hierhin expandieren. Und wahrscheinlich kommen die wirklich von hier links unten. Ich glaube ja, ne? Da sollten wir gucken, dass wir in die Richtung hier expandieren. Denke ich mal. Ist ein bisschen Spekulatius. 2 Zeitalterpunkte für das Barbarenlager. Und weil wir erneut einer Zivilisation bekommen, haben wir einen weiteren Zeitalterpunkt bekommen. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Ziffer zu sagen pflegt, einen Zeitarbeiterpunkt. Und hier stehen wir mittlerweile so, dass wir 6 Punkte haben. Wenn wir 11 haben, bis zum nächsten Epochenwechsel, dann gereicht uns das zum Vorteil. Dann bekommen wir verschiedene Boni. Und die laufen nach unten. Bernstein, habt ihr gesehen? Eine Luxusressource. Oh, die bedanken sich bei uns. Das mögen sie. Und wir bleiben mal hier. Hier läuft der Fluss lang, ne? Schaut mal. Hier ist eine Biegung. Aber das hier ist ein Hügel. Das heißt, eventuell können wir hier weiter gucken. Oh, tatsächlich. Oh, das ist schön. Nein, die sind direkt um die Ecke. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Das hier ist polnisch. Da können wir nirgendwo siedeln. Da können wir nirgendwo siedeln. 3 Felder Abstand von einer Stadt kann man nicht siedeln. Und wenn das hier alles rot ist, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann muss hier eine von deren Städten liegen. Hier oder hier. Das ist ganz, ganz doof. Das gibt, glaube ich, ganz früh ein furchtbares Hauen und Stechen. So, hier holen wir uns erstmal einen Boost. Ja. Mehr Kampfstärke gegen generell mehr Kampfstärke.
Das ist echt nicht schön. Jetzt weiß man nicht, ob die Stadt da unten die erste, die zweite oder die dritte ist. Die Delegation nehmen wir an. Welche Boni oder Nachmali bringt das denn nochmal? Botschaften bringt Nachteile, Handelsdelegationen glaube ich auch, oder? Ich habe es vergessen. Ich weiß es gar nicht, ob das für uns einen handfesten Bonus, ein Malus, also ein Malus, ein Bonus glaube ich nicht. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich glaube, man muss das immer ablehnen. Das ist, glaube ich, genau, ich weiß es nicht. Wenn wir denen eine Handelsdelegation geschickt haben, dann waren die uns nur gegenüber freundlich gesonnen. Das hatte aber keinen Einfluss auf die diplomatische Sichtbarkeit. Das ist der Wert, der mittelbar die Kampfstärken im direkten Kampf auch beeinflusst. Ich glaube, wir können die Delegation annehmen. Ich bin mir nicht sicher, ich mach's mal. Ich hoffe, das stimmt. Ich hab's vergessen. In 5 Runden da oben der Siedler. Wir bewegen uns hier noch ein bisschen weiter runter. Und entdecken noch jemand? Ein Stadtstaat. Und sind wir die Ersten? Leider nicht, sonst hätten wir einen Gratis-Gesandten bekommen. Hongkong, und Hongkong ist ein interessanter Stadtstaat, wenn man den Forschungssieg haben möchte, den Wissenschaftssieg, wenn man dann ganz am Schluss einen Bonus bekommt für Stadtprojekte, unter anderem für wissenschaftliche Projekte. Ist auch gut, wenn man Umweltverschmutzung bekämpfen will im späten Spiel, weil das läuft auch über Produktion für Stadtprojekte und so weiter. Ja. Hedwig hat sich dann natürlich schon breit gemacht. Kein Gesandten von uns. Eingebung für das Staatsdienertum wird uns einen Gesandten bringen. Wenn wir setzen, wir warten nochmal eine Runde ab, dann ist der hier komplett ausgeheilt. So. Jetzt müssen wir uns langsam entscheiden. In 4 Runden kommt der Siedler. Wollen wir oben oder unten siedeln? Das ist eine echt interessante Frage. Wenn ihr euch das hier mal anschaut. Das ist die Siedlerkarte. Das sind die Ressourcen. Wir könnten hier noch siedeln. Hier können wir nirgendwo siedeln. Wir können uns natürlich dazwischen quetschen, um den Bernstein abzugreifen. Wir könnten hier zum Beispiel siedeln. Dann sind wir etwas dicht bei Buda, aber das wäre eine Möglichkeit. Das könnte man machen. Das könnten wir uns mal anschauen. Sollen wir da mal einen Blick drauf werfen? Auf diese Biegung hier, dass wir da mal rübergehen. Na, da sehen wir noch nicht so weit. Weil der hier, der kann auch zurückeilen und den Siedler hier auch begleiten, wenn es Richtung Norden geht. Wir laufen mal zurück. Wir bleiben oben lang, dann decken wir zwar weniger auf, aber das ist der schnellere Weg runter. Geht noch mal auf eine Runde weiter. Ваши люди жаждут познания и красоты, но вы гнушаетесь наукой и искусством. Ja, wir erzeugen keine Kultur und keine Wissenschaftspunkte, weil wir auf Gottheit spielen. Du hast Vorteile. Die KI cheatet uns zu hier. Noch und nöcher. Deshalb hinken wir überall hinterher. Da ist das erste Weltwunder schon fertig. Irgendjemand hat das große Bad fertig. Wir werden in einer Runde den vierten Bürger haben. Wir können nur hoffen, dass wir hier was Interessantes finden. Oder oben halt. Und dass uns die KI nicht frühzeitig angreift. Beide Zivs, die wir kennengelernt haben, schaut mal oben. Bei Hedwig habe ich sogar vergessen, die Handelsdelegation hinzuschicken. Die wird sie jetzt nicht mehr entgegennehmen. Genau. Beide sind jetzt schon mit dem gelben Smiley nur noch und ist unfreundlich gesonnen. Wir haben 2 Krieger, die haben Riesenheere. Das ist immer die spannende Frage zu Beginn auf Gottheit. Überlebt man die ersten Runden oder, anders formuliert, die ersten Folgen eines Let's Plays? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.